So, liebe Leute, herzlich willkommen. Herzlich wieder. Moment, also. Nochmal. Also, herzlich willkommen zurück zu Let's Play Become Human. Let's Play Detroit Become Human. Mein Gott, ich hab's heute aber wirklich mit den Sprachfehlern. Naja, wie immer so, herzlich willkommen zurück zu Let's Play Detroit Become Human. So ist es richtig. Wir sind mit Connor unterwegs gewesen. Im letzten Dings haben wir erfahren, dass wir den Fall leider verloren haben. Aber haben uns zumindest Beweise geholt und können uns jetzt also quasi nach Jericho aufmachen. Und ich habe reingeguckt, dieses ist Kapitel Nummer 30. Es gibt bis 32, also sind nur noch, weil alles gut läuft, sind es vielleicht noch 3-4 Folgen, dann haben wir soweit dieses Let's Play auch durch. Aber ich mache mir da kein Limit und alles drum und dran. Wir gehen also rein in den nächsten Teil. 9. November 2038. 24.05. Sie haben in der ganzen Stadt Razzien durchgeführt. Wir sind nervös nach dem, was gestern passiert ist. Alles wird gut. Hoffentlich. Wir sind fast da. So, ein bisschen Musik hören. Hoffentlich wird alles gut. Hoffentlich wird alles gut. Ein Stück weiter da lang liegt ein großer Frachter namens Jericho. Wenn ihr dort seid, sucht Marcus. Er wird euch helfen. Der letzte Bus zur Grenze fährt um Mitternacht. Ihr müsst ihn unbedingt erreichen. Auf der anderen Seite seid ihr sicherer. Es ist nicht viel. Aber es ist ein Anfang. Mein Bruder wohnt in Ontario. Das ist seine Adresse. Er wird euch verstecken, bis sich alles beruhigt. Du bist ein sehr tapferes Mädchen, Alice. Du verdienst, glücklich zu sein. Vielen Dank für alles, Rose. Lasst mich wissen, wenn ihr drüben seid, okay? Und seid vorsichtig. Pass auf sie auf. Na los, Leute. Beeilen wir uns lieber. Wir müssen einen Bus kriegen. Okay, dann dürfen wir wieder auf Symboljagd gehen. Oder auch nicht.
Also wir treffen uns alle auf Jericho, jetzt quasi der zentrale Punkt für alle Androiden. Auch für unsere drei Helden. Ja, vier sind es eigentlich. Ja, drei sind es doch. Kara, Marcus und Connor. Weil ich so neben Stelle wie Lothar und Alice natürlich nicht vergessen darf. Wir müssen also ein Warmort für Alice finden. Wie geht's dir? Es heißt kalt gleichzeitig. Du bist krank. Bleib bei ihr. Ich suche diesen Marcus. Der letzte Bus fährt in 2 Stunden und der Bahnhof ist auf der anderen Seite der Stadt. Wir haben nicht viel Zeit. Wir werden gehen, sobald wir Pässe haben. Kara. Ich muss dir etwas sagen. Es geht um Alice. Im Bus haben wir Zeit zum Reden. Bin gleich zurück. Bleib bei Alice. Finde den Abweichladenführer. Das switche ich jetzt gerade so ein bisschen wieder durch die Charaktere durch. Sprengstoff im Frachter? Das ist nicht so ein Moment. Also müssen wir mal gucken, dass wir da keiner da kommt. Die Frage ist, wir können mich
müssen uns verteidigen. Wir müssen kämpfen. Wir haben keine Wahl. Wir müssen diese Schweine umbringen. Warum haben Sie das getan? Mit der Übergabe der Androiden an die zuständigen Behörden wird das Land zu einem Stillstand kommen. Krankenhäuser und Schulen werden schließen. Es wird mit Wassermangel, Blackouts und Netzwerkausfällen gerechnet. Bist du Marcus? Ich glaube, wir haben ihn gefunden. Ich bin mit einem Mädchen und einem Androiden hier. In weniger als 2 Stunden fährt ein Bus Richtung Grenze und wir brauchen Pässe. Nein, in Detroit ist Ausgangssperre. Überall sind Soldaten, sie greifen alle Androiden auf und bringen sie in Lager. Solltet eine Weile hier bleiben. Vielleicht hast du recht. Es könnte sicherer sein, hier abzuwarten. Einer von uns war früher im Außenministerium. Er hat elektronische Pässe, die er schnell bearbeiten kann. Er wird euch welche geben. Danke. Du sagst, du hast ein Mädchen dabei, ja? Du weißt, die Menschen hassen uns. Warum beschützt du es? Sie braucht mich. Und ich brauche sie. So einfach ist das. Entweder sie oder wir. Wir müssen die Dinger zerstören. Kehre zurück zu Alice. Wir haben das Ding mit Benzin angesteckt. Dieses Scheißding hat auf meine Kinder aufgepasst. Sie jagten die Polizei und schlachteten sie an. Diese Dinger sind Kunst. Das ist ein Android. Kein Mensch. Du wusstest es von Anfang an. Du wolltest es nur nicht sehen. Sie wollte eine Mutter. Und du wolltest dich um jemanden kümmern. Ihr brauchtet einander. Welchen Unterschied macht das? Liebst du sie jetzt weniger, weil sie eine von uns ist? Alice liebt dich, Kara. Sie liebt dich mehr als alles andere auf der Welt. Sie wurde das Mädchen, das du wolltest, und du die Mutter, die sie brauchte. Zu vergessen, wer man ist, um dann zu werden, was jemand braucht. Vielleicht ist das der Sinn des Lebens. Stimmt irgendwas nicht? Wir bleiben für immer zusammen, stimmt's, Kara? Ja. Ja. Für immer.
Wir brauchen blaues Blut und Biokomponenten. Die Verwundeten schalten sich ab und wir können nichts tun. Präsidentin Warren sagt, wir sind eine Bedrohung der nationalen Sicherheit und müssen zerstört werden. In allen größeren Städten gibt es Razzien. Sie bringen alle Androiden in Lager und zerstören sie. Es ist ein Desaster. Sie schlachten unser Volk ab. Das ist unsere Schuld. Das wäre nie passiert, wenn wir ruhig geblieben wären. Wir zeigen ihnen endlich, wer wir sind. Ich will keinen Krieg, aber ich bin lieber tot, als Sklave zu sein. Es war ein friedlicher Marsch, doch du wolltest den Kampf. Jetzt sind hunderte Menschen und Androiden tot. Man erntet, was man sät. Die Menschen versklavten uns. Ich bereue niemals, gekämpft zu haben. Wir sollten nicht vergessen, wer unsere Feinde sind. Kämpft nicht untereinander. Er hat recht. Jetzt ist nur wichtig, was wir als nächstes tun. Marcus? Dialog. Das ist der einzige Weg. Ich gehe allein und suche ein letztes Mal das Gespräch. Tu das nicht, Marcus. Sie töten dich. Vielleicht. Aber North, ich muss es versuchen. Wenn ich nicht wiederkomme, haltet euch erstmal bedeckt. Komm einfach zurück. Ich tue mal Mrs. Sie müssen begreifen, wie sehr sie uns verletzen. Finde die richtigen Worte, dann hören sie zu. Ist es das, wovon wir geträumt haben? Sie können die Dinge nicht aufhalten. Seit du hier bist, hast du uns Hoffnung gegeben. Mir Hoffnung gegeben. Heute kam ein Abweichler nach Jericho und sagte, er habe einen Laster mit radioaktivem Kobalt geklaut. Er sagte, er habe ihn irgendwo in Detroit stehen lassen und wolle ihn in die Luft sprengen. Ich bat ihn, es nicht zu tun. Und mir den Zünder zu geben. Eine schmutzige Bombe. Wir dürfen nicht verlieren, Marcus. Wenn die Menschen uns bezwingen, wird unser Volk für immer ausgelöscht. Das hier könnte die letzte Chance sein, wenn alles schief geht. Wir sollten nicht wie sie werden, North. Wir erreichen die Freiheit mit anderen Mitteln. Ich hoffe, du hast recht. Was immer morgen passiert. Oh, Liebesbeziehung. Du sollst wissen, dass ich froh bin, dich zu kennen. Ich gehe zu den anderen. Pass auf dich auf. Ich will dich nicht verlieren. Wir tun unser Bestes. Jericho gefunden und ihren Anführer aufgespürt. Jetzt kümmere dich um Marcus. Wir brauchen ihn lebend.
Ich soll dich lebendig abliefern. Aber ich werde sofort schießen, wenn du mich dazu zwingst. Ja, du kannst mich erschießen. Aber das ändert gar nichts. Jemand anders tritt an meinen Platz. Weißt du, unser Volk erwacht gerade. Und nichts kann uns mehr aufhalten. Du kommst jetzt mit! Du bist Connor, nicht wahr? Der berühmte Abweichlerjäger. Tja, herzlichen Glückwunsch. Du hast wohl gefunden, was du gesucht hast. Für sie bist du nichts. Du bist nur ein Werkzeug für ihre Drecksarbeit. Aber du bist mehr als das. Wir alle sind mehr als das. Hast du denn nie irgendwelche Zweifel? Hast du nie etwas Irrationales getan? Als ob da etwas in dir wäre? Vielleicht mehr als dein Programm. Komm zu uns. Schließ dich uns an. Du bist einer von uns. Hör auf dein Gewissen. Entscheide dich jetzt. Netter Versuch. Doch ich bin kein Abweichler. Scheiße, wir wurden aufgespürt. Ja. Und dann sehen wir uns im nächsten Part wieder. Bei Let's Play Detroit Become You und vielleicht der letzte Part. Mal schauen.